Damit die Ukraine, damit bereits das fünfte und letzte Team dieser ersten Tranche des zweiten Durchganges. Ja, und das Team aus der Ukraine, die beiden, die müssen jetzt liefern. Also viele Fehler dürfen nicht passieren. Sonst werden sie bereits in der Vorrunde scheitern. Wollen wir schauen. Fangt an mit einem D-Sprung, Doppelsalto rückwärts gehockt. Schön durch. Zwei Handfachschrauben direkt zum Salto vorwärts gehockt. Durchschlagsprung, ganze Dreieck. Pirouette ziemlich aus der Achse, recht nach links müssen ausweichen. Aber jetzt Konzentration auf die Schlussdiagonale. Marinska, Doppelschraube. Und Schlusspose. Also, sie macht ihre Übung gut, muss man sagen. Nicht absolut top gespickt mit den Höchstschwierigkeiten, was Sprünge anbelangt. Aber zieht durch. Die 17-Jährige aus Kiew, die im letzten Jahr an der Seite von Oleg Wernjajew den Halbfinal geschafft hat, dann den Finaleinzug knapp nicht im Final, standen ja vor einem Jahr zweimal Schweiz mit dem Team Steingruber-Brecker sowie Kaislin Heggi und Team Japan, das am Ende Zweiter wurde mit Hitomi Hatakeda und Wataru Tanigawa. Japan diesmal nicht dabei, die Schweiz. Wie mich dünkt, nicht ganz so stark wie vor einem Jahr. Natürlich das Team, das Julia Steingruber drin hätte, das bucht natürlich sehr viel mehr Punkte. Das ist